Also mit solchen bösen Secret-Exits müssen wir einfach rechnen. Die das Spiel bringt. Da unten ist ein Pilz, aber den ganzen Weg gehe ich nicht für einen Pilz. Oh, okay. Schade. Dann müssen wir hier lang. Hm. Okay. Wow. Ich hab's ja voll verkackt. Jetzt? Ja, schon besser. Wäre natürlich auch mal nett, einen der Switche zu finden. Ah, okay. Oh, das ist nett. Eine kleine Zuvorkommenheit. Checkpoint. Immer noch keinen Switch gefunden, aber... Oh, oh, hallo. Dankeschön. Und, ja, noch nicht weg. Stirb. Wow, warte mal, habe ich gerade mit einem Schuss beide getötet? Das habe ich ja, habe ich sowas schon mal geschafft? Ich kann mich nicht dran erinnern. Oh, Bouncy Blocks. Den nehme ich mal mit. Aua, schade. Okay, da würde ich einen 3-Up-Mond bekommen, aber scheiß drauf. Brauche ich nicht. Die Macht der Safe Sets lässt mich schon nicht Game Over werden. Okay. Okay. Lass mich raten. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, dann springen. Das wäre ganz nett. Wow. Okay, probieren wir es von hier aus. Also das Level wäre viel netter zu mir, wenn ich alle Switcher hätte. Das merke ich auch schon richtig. Moment, kommt der wieder oder was? Nö. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, irgendwas läuft hier nicht richtig gerade. Aber wir gucken mal. Ja, ich muss irgendwie da hoch. Aber wie? Nach unten schummeln. Ah, kann ich, kann ich, kann ich. Yeah! Wahrscheinlich will das Spiel das so gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das Spiel überhaupt dann will. Aber ich habe es geschafft. Ich bin einfach unten hergeschwommen. Okay, da ist das Ziel, aber... Boah, ich wollte lieber sterben. Ne, da unten ist nichts mehr. Okay, gehen wir rein. Nice, sehr schön. Oh, der blaue Switch. Das ist doch mal ein Anfang. Keine Musik. Nur Zeit, die uns hier flöten geht. Okay. Und ein paar Items. Danke, ich werde dran denken. Ist das hier bewusst, dass hier keine Musik drin ist? Hey, Mann. Okay. Okay. Da ist der Switch. Wer bist du? Ich kann mit dir nicht reden. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Aber was soll's. Es sind viele Fragen, die sich in diesem Hack stellen werden, die wir wahrscheinlich niemals beantwortet bekommen werden. Aber damit ist Welt 1 vorbei. Wenn man das als Welt 1 definieren kann. So, sieht die große Welt aus. Oh ja, oh ja. Das sieht wirklich sehr groß aus. Sehr viel Inhalt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Secret Exits da auf uns warten. Und hier vor allem. Direkt vor uns. Und wir fangen direkt mit einem Level an, welches uns hat. Okay. Ich weiß doch gar nicht, warum ich immer diese Textboxen noch aktiviere. In der Hoffnung, dass da irgendwas drin steht, womit ich was anfangen kann. So, also hier müssen wir immer geschickt draufspringen. Und ich hab's verkackt. Aber das ist ja nicht schlimm. Ach, ich musste das hier sogar machen. Okay. Ja, so, das ist so ein bisschen, da muss man halt richtig Timing und richtig landen und sowas. Sonst ist doof. Aber was ist, wenn ich einfach hochlaufe? Ich meine, da, was würde ich hier bekommen? Ein Leben? Ein Leben. Okay, also ich glaube, hier kann ich auch ein bisschen schummeln, weil ich fliegen kann. Ja, also es macht es auf jeden Fall einfacher hier, das Ganze gerade. Dass ich fliegen habe. Den Pilz brauche ich nicht. Wow. Das war jetzt doof. Das sollte er mal nicht machen.
Okay, das ist nicht schlimm, das können wir noch retten. Okay, ich weiß auch gar nicht, warum der mit dem Cape so aus der Kontrolle gerät manchmal. Moment. Ein Moment. Scheiße, nein, 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 das kann ich... Ich will nicht so pingelig sein, was das Save State und Rewinden betrifft, aber... Ich glaube, das Cape, das werde ich sehr bitter brauchen in diesem Level. Deswegen werde ich auch alles dran setzen, das zu behalten. Zumindest in diesem Level, sorry. So, gut. Hoffentlich haben wir hier das Secret Exit. Ich habe keine Ahnung. Button mashen wir mal. Oh, es fängt an zu autoscrollen. Oh, Moment, das heißt ja, ich muss ja handeln. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin tot. Okay, jetzt fängt es wirklich an, das Level, würde ich sagen. Denn jetzt können wir nicht mehr nach unserem eigenen Tempo spielen. Oh, super. Seht ihr, für solche Sachen Cape. Immer Cape behalten. Hier können wir auch einfach hoch. Ja, aber das hätte man besser lösen können. Moment, nochmal. Nämlich so. Dann einmal geschickt hier rüber, genau. Einfach nochmal losfliegen. Da oben ist das Ziel. Yes. Okay, das war vermutlich das Secret Exit. Das heißt, wir müssen hier nochmal rein. Ich versuche das mal so schnell wie möglich hier zu lösen. Aber das werde ich nicht so schnell wie möglich lösen können, das Level. Ich werde hier und da versuchen, Stellen zu überspringen. Um hier schnell durchzukommen. Aber... Mario, komm schon. Mit immer dieser Cape-Action hier. So was zum Beispiel, ja. Obwohl wir es, glaube ich, eben auch so gemacht haben. Oh, Moment. Okay, dann. Dann einmal den hier. Okay. Nein, dann nicht. Ich verstehe. Mach mal. Bitte. Nein, stattdessen glitscht er sich dadurch. Okay. So, jetzt fangen die Muncher hier an. Okay, ich nehme den mal. Scheiß mal drauf. Ja, springen. Ich musste teilweise dreimal drücken, bis er einmal gesprungen ist. Wow. Okay, wir versuchen nochmal mit Anflug. Na, komm, ich weiß, dass es geht. Und nicht runterfliegen einfach dabei. Komm, ich weiß, dass es geht. Ah, ja. Okay. Und das ist das andere Ziel. Das heißt... Ja, eigentlich egal in welcher Reihenfolge wir die Levels machen. Was ich halt auch nicht weiß, ist, wie viele Leute im Endeffekt an diesem Hack dran sitzen. Wow. Okay, dann machen wir es halt so. Ob das jetzt 10 sind, ob jedes Level einen anderen Kerl hat, der das Level macht. Ich glaube nicht, dass es so viele waren. Aber, also ich glaube, es sind eine Handvoll Leute. Vermute ich, aber ich habe keine Zahlen, keine Ahnung. Von 5 bis, ja, bis 200 könnte eigentlich alles drin sein. Oder 200 vielleicht nicht, ich glaube nicht, dass es so viele Level gibt, aber 100? Keine Ahnung. So ungefähr. So, das Gute ist, wir können hier mit reinem Gewissen durch, weil dieses Level hier kein Secret Exit hat. Und, okay, gut, ich lande irgendwo, wo Boden ist. So, das war das. Das nächste hat auch wieder ein Secret, aber es wundert mich jetzt nicht. Zeit. Okay, ich verstehe dieses Level nicht. Kann ich nur als kleiner Mario durch diese Röhren hier durch? Kann ich wirklich nur. Okay, jetzt habe ich verstanden. Das ist natürlich schade um... Allein schon, dass diese Münzen, die hier sind, teilweise lügen, ja? Och, komm schon. Schnapp dir den Pilz, damit ich ihn innerhalb kürzester Zeit wieder verlieren kann. Wundert mich jetzt nicht. So, ein Spinjump könnte mich vielleicht den Arsch manchmal retten. Hey, ich hab's geschafft. Cool. Interessantes Gimmick. Hier gibt's wieder Secret.
Crit. Okay, die Dinos lassen sich nicht beeindrucken von... Aha, okay. Das ist gut. Jetzt muss man nur halt rausfinden, wo wir das Ding benötigen. Vielleicht muss ich ja damit da oben was aufschlagen, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas so Relevantes rauskommen kann, dass das für Secret Exit nötig ist. Oh, oder auch gar nichts, weil man es einfach nicht treffen kann. One up, okay. Nein. Also ich weiß nicht, ob das Ding fürs Secret Exit zuständig ist, aber im Level-Titel steht zumindest der Buchstabe P, fett gedruckt. Vermute ich mal, könnte was damit zu tun haben. Ah, guck mal. Okay, war das alles? Oh, Moment. Warum passiert das hier gerade? Hat das keinen tieferen Zweck, Sinn? Moment, war doch etwas? Jetzt muss ich nochmal diesen Weg gehen. Sorry, Leute. Ich muss nochmal hier entlang. Ich dachte, ich hätte hier was gesehen. Ach nee, das war nur dieser Block nochmal. Okay. Muss ich hier hochfliegen? Ich verstehe es leider nicht, ja. Was will man da machen? Habe ich da... Nein, da rein kann man gar nicht. So. Okay. Boah, das Level gönnt mir echt nichts hier. Also in die bewegenden Röhren kann man ja sowieso nicht rein, deswegen... Ich kann es euch mal demonstrieren. Da kann man nicht rein. Hat das vielleicht... Mit dem Peacewitch hätten wir auch einen Checkpoint bekommen, aber auch Checkpoint spricht ja für nichts. Secret Exit technisches. Okay, das nehmen wir. Au. Hoppala. Ja, oh, hallo. Jetzt laufen wir mit einem Trampolin rum. Und wissen auch nicht weiter. Wir gucken mal hier, ob hier ein P-Switch sein könnte nochmal. Oder das hier, auch nicht schlecht. Hätte ich den hier gebraucht? Vielleicht hätte ich ihn... Vielleicht schon. Da drin ist auch irgendwas Solides drin. Also... Irgendwas ist da. Halt mal im Hinterkopf. Vielleicht nehmen wir den P-Switch mal bis dahin mit. Beim nächsten Versuch. Okay, vielleicht. Meine Vermutung ist, es wäre ein silberner P-Switch, den ich kriegen würde. Und damit... Nee, aber ein silberner P-Switch verwandelt sich doch nach einer Röhre in einen normalen P-Switch. Ich weiß es nicht. Schon komisch. Okay, aber Cape nehme ich natürlich gerne an. Tja, okay. So, mit dem kriegen wir ein One-Up. Ich will aber kein One-Up, ich will ein extra Cape. Okay, nochmal das Ganze. Diesmal hängt das Spiel, okay. Diesmal nehmen wir das Ding mal ganz weit bis nach hinten mit. Und hoffen einfach, dass das die Lösung ist. Also... Und wenn nicht, dann habe ich echt keine Ahnung mehr. Gut, wie weit war denn das noch? So weit war das doch gar nicht mehr, oder? Oder doch? Echt, so weit? Da sind wir. Okay. Also. Den drücken. Da drin ist ein silberner Switch. So, jetzt kommt aber meine... Wie ist das denn gerade schiefgegangen? Okay. Jetzt kommen aber... meine Zweifel. Denn ein silberner P-Switch... Ich glaube, das ist ein Bug von Super Mario World. Ist ein silberner P-Switch. Ganz normal. Der Gegner halt verwandelt. Außer Chucks anscheinend. Aber wenn man ihn durch eine Röhre mitnimmt, behält er zwar die gleiche Grafik, aber wird zu einem normalen P-Switch. Wie man hier sieht... Seht ihr? Und ich glaube, selbst das Spiel sagt mir sowas wie Edgy Badge. Haha, hat sie gedacht. Aber nee. Deswegen
Also, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder irgendwo hier ist noch ein Silberner Switch versteckt, weil ich mir aber nicht vorstellen kann, wie das sein soll. Oder der Schlüssel ist gar nicht da oben drin, sondern sieht einfach nur danach aus. Oder kann ich... Ne, Moment, ich kann jetzt aber nicht so einen Bug hier oder sowas... Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das hier machen. Okay, also ich weiß nicht, ob es einen Strat gibt, womit man einen silbernen P-Switch auch silber behält. Weiß ich wirklich nicht. Leider, leider. Vielleicht kennen sich Experten da ja aus, aber... Das sind so die Bereiche, wo ich dann nicht mehr weiter weiß. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, Pech gehabt, ne? Oder? Moment, nochmal. Also ich stecke hier viel mehr Zeit gerade rein, als eigentlich... dafür, naja, vonnöten ist. Ich überlege, ob es irgendeinen Weg gibt, hier irgendwas zu glitchen, aber ich glaube nicht. Ja, nee, da gut, dann lassen wir es. Schade. Vielleicht ein andermal. Würde uns hier hinführen. Jetzt geht es erstmal ins Geisterhaus, was auch ein Secret Exit hat, wie man sieht.